Künstliche Intelligenz ist heutzutage beliebter denn je. Also habe ich mich gefragt, kann eine künstliche Intelligenz ein komplett funktionierendes Spiel programmieren? Entweder wird es richtig gut funktionieren oder es endet in einer Katastrophe. Das erste, was zu tun ist, wenn man ein Spiel entwickeln will, man braucht eine Idee. Zum Glück gibt es ja für sowas schon eine künstliche Intelligenz. Also habe ich nach einer Idee für ein Spiel gefragt und es hat mir das gegeben. Ein 2D-Spiel, bei dem der Spieler einen Roboter steuert, der durch ein Labyrinth voller Hindernisse navigiert. Der Roboter muss seine Umgebung erkunden, versteckte Schätze finden und verschiedene Aufgaben erfüllen, um zum Ausgang zu gelangen. Das wäre eigentlich eine richtig coole Idee für ein Spiel, aber für so ein Testprojekt finde ich die Idee ein wenig zu groß. Also habe ich nochmal nachgefragt und da hat es mir diese Idee vorgeschlagen. Ein Jump-and-Run-Spiel, in dem der Spieler verschiedene Level bestehen muss, um zu gewinnen. Der Spieler muss verschiedene Hindernisse überwinden, wie zum Beispiel Abgründe, Feuer oder andere Gefahren, um sein Ziel zu erreichen. Der Spieler sammelt auch Punkte, indem er Münzen oder andere Gegenstände aufsammelt. Am Ende des Spiels muss er ein Level erreichen, um zu gewinnen. Ich habe die KI gefragt, wie das Spiel denn aussehen soll und ich bekam das als Antwort. Das Spiel kann ein einfaches 2D-Pixel-Art-Design haben. Es kann auch ein Retro-Style oder ein modernes und farbenfrohes Design haben, ganz nach den Vorlieben des Spielers. Zum Schluss fragte ich noch, wie das Spiel aussehen soll und da standen mir die Möglichkeiten offen. Ich glaube, mit all den Informationen bin ich endlich bereit, mit dem Spiel zu beginnen. Oder besser gesagt, die künstliche Intelligenz. Ich werde damit beginnen, Bilder und Texturen für das Spiel zu erstellen, indem ich das Text-to-Image-Programm DALL-E 2 verwende. Zuerst habe ich nach einem simplen 2D-Feuer gefragt, weil ich ja das als Hindernis mit dabei haben muss und es hat mir das hier gegeben. Das Coin-Image sieht so aus. Ich habe nach einem Gegner gefragt, keine Ahnung was das sein soll, aber es sieht richtig cool aus. Und dann habe ich noch nach einem Roboter-Character für den Spieler gefragt. Es hat mir viele unterschiedliche Ideen ausgegeben, aber ich musste eins finden, was zu dem Spielstil passt. Doch glücklicherweise hat mir die KI dieses Image hier gegeben. Es hat zwei unterschiedliche Variationen vom Character, perfekt für einen Spieler, der sich nach links und nach rechts bewegen kann. Die letzten Designs, die ich benötige, sind die Plattformen und der Hintergrund. Zum Glück waren die recht einfach zu generieren. Mit all diesen Sprites, die alle von einer künstlichen Intelligenz generiert wurden, ist es nun endlich an der Zeit, das Ganze in ein echtes Spiel zu verwandeln. Da ich leider kein Programm gefunden habe, das mit der Game Engine Unity zusammenarbeiten kann, habe ich nach einer anderen Lösung gesucht und da bin ich auf ChatGPT gestoßen. ChatGPT ist ein künstlicher Chatbot, der so ziemlich alles kann, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Mit dieser KI bin ich in der Lage, Code für das Spiel zu generieren, also kann ich damit beginnen, die Steuerung für den Spieler abzufragen. Für all die Dummköpfe da draußen, so wie mich, wird zum Schluss noch einmal alles richtig schön erklärt. Code kopiert, in Unity ein neues C-Sharp-Skript erstellt, den alten Code gelöscht, den neuen eingefügt und zum Schluss noch einen Rigid-Buddy dazu. Ach ja, und Collider brauchen wir natürlich auch noch. Krass, es funktioniert. Jetzt bin ich gespannt, ob es ChatGPT schafft, den Code so umzuändern, dass der Charakter immer in die richtige Richtung schaut, egal in welche Richtung man sich bewegt. Und das hat auch richtig gut funktioniert. Die Kamera verfolgt den Spieler noch nicht, aber für das haben wir ja unsere KI. Als nächstes brauchen wir einen Gegner, ins Spiel reingezogen, angepasst und ChatGPT hat den Rest erledigt. Da ich aber ein wenig mehr Abwechslung wollte, hat es den Code dann so umgeschrieben, dass jeder Gegner individuell eingestellt werden kann. Wenn man jetzt oben drauf springt, verschwindet der Gegner, berührt man ihn jedoch an der Seite, stirbt man. Das Feuer hat nicht ganz so funktioniert, weil ich mal wieder zu dämlich dafür war, den richtigen Collider auszuwählen. Nun wird es an der Zeit, den Sinn des Spiels zu programmieren und das ist laut KI Münzen einzusammeln und ein Level zu erreichen. Also brauche ich Münzen und einen Text, der mir anzeigt, wie viele Münzen ich schon eingesammelt habe. Die Münzen waren einfach, einen Trigger Collider hinzufügen und den Tag ändern, aber für den Text brauche ich eine passende Schriftart. Zum Glück kann ich ja die KI fragen, welche Schriftart ich verwenden soll. Nach 3 Versuchen hat es mir dann endlich eine Schriftart vorgeschlagen, namens Roboto. Ziemlich sass, aber es passt für mein Spiel. Da ich keinen Bock hatte, das ganze Level selber zu bauen, habe ich einfach die KI gefragt, ob es das für mich erledigen kann. Anscheinend hatte es nicht wirklich Bock drauf, weil es wieder mal in der Mitte vom Code aufgehört hat, also musste ich mal wieder nachfragen. Aber vergesst nicht Leute, immer schön höflich zu bleiben, denn wer weiß, wie lange es noch dauern wird, bis die Roboter die Welt regieren.
Nun ja, was soll ich sagen? Rein theoretisch hat es funktioniert, nur würde so mein Computer bald den Geist aufgeben und bevor ich noch 10-mal um ein neues Skript nachfrage, baue ich das Level einfach selber zusammen. Die KI hat noch einen Game Over Screen mit einer Button-Funktion programmiert. Das ganze Design und den Button habe natürlich ich noch manuell hinzugefügt. Aber es fehlt noch was und dabei hat mir die KI mal wieder weitergeholfen. Hab da einen Musikstil ausgesucht und das habe ich bekommen. Klingt sogar einigermaßen gut, vielleicht ein bisschen zu abwechslungsreich, aber das passt schon. Leider gibt es noch keine KI, die selber Soundeffekte generieren kann, also habe ich mich für dieses Programm entschieden. Das ist ein Programm, das zufällige Soundeffekte generiert, halt ohne KI. Dann habe ich noch sehr hilfreiche Anweisungen ins Spiel gepackt, denn ohne wüsste wohl kaum jemand, dass man hier drüber springen soll. Wenn man jetzt allen Hindernissen ausgewichen ist, alle Münzen eingesammelt hat und das Ziel erreicht hat, dann öffnet sich ein Portal, das einem wieder von vorne beginnen lässt. Man ist also für immer gefangen. Klar gibt es jetzt noch viele Bugs, die man beheben müsste. Man könnte auch noch einiges hinzufügen, aber das Ziel war ja, ein funktionierendes Spiel mit einer KI zu erstellen und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Like, wenn es euch gefallen hat, like, wenn es euch nicht gefallen hat. Ansonsten Dankeschön fürs Anschauen, haut rein und ciao.